Carmen ist, es ist die Liebe, es ist die Passion, es ist der Eifersucht. Es ist ein Oper über Menschen, die immer an Grenzen leben, die eigene Grenzen überstreiten. Es ist ein Stück über Freiheit zu finden und die Frage, wie man richtig lebt und liebt. Wie lebt man eigentlich? Das fragen wir Carmen. Und dann hatten wir ein Riesenglück gehabt, dass wir Marius Felix Lange gefunden haben, der das jetzt das Ganze musikalisch arrangiert hat, weil natürlich auch der Orchester jetzt nicht in vollen Klang auftreten kann. Und der hat ein ganz, ganz wunderbare Klänge reingefunden und auch die Verbindungen, die jetzt natürlich ganz anders sind, wenn man keinen großen Chor hat, zum Beispiel in den vierten Akt, wenn Escamillo auftritt. Man will trotzdem diese Farbe spielen und haben. Und er hat versucht, das durch andere Instrumente, wie zum Beispiel Marimba oder Posaunen, zu bringen und darzustellen und eigentlich eine kompakte Sache wieder aus dieser Erzählung zu machen. Ich würde mal sagen, es ist so, wie heutzutage auch in der Architektur mit historischer Bausubstanz umgegangen wird. Also, dass man dann jetzt nicht irgendwie großartig versucht, das aufzubauen wie 1750, sondern eben zu sagen, okay, hier ist dann der Bruch und dann kommt vielleicht eine Glaskonstruktion auf ein Fachwerkhaus oder sowas. Für alle Carmen-Liebhaberinnen und Liebhaber, alles, was sie in einer Carmen erwarten, ist drin, natürlich, die Habanera ist drin, die Seguidilla ist drin, die großen Hits, die Unsterblichen, die sind alle da. Für alle Leute, die Carmen noch nicht so gut kennen, kommen sie rein mit ganz frischen Ohren. Es ist für jeden, glaube ich, was drin, was reizt und was die Sache extrem spannend macht. Ich fand immer spannend in diesem Stück auch, wie sehr sich das von den beiden Sichten erzählen lässt. Und zwar, weil es ganz deutlich ist, dass Don José, also der männliche Hauptcharakter, immer in Vergangenheit lebt und Carmen immer im Moment. Und wir versuchen, diese Konflikt auszubauen und zu zeigen. Eine meiner großen Inspirationen war die Künstlerin Rosalía. Das ist eine spanische Sängerin, eine Flamenco-Künstlerin, die aber diese Riesentradition etwas zum einen, sagen wir mal, heutigen poppigen Welt gebracht hat. Und sie ist aufgewachsen näher zu einer Fabrik, zu einer Ruinenfabrik und hat eigentlich mit den Straßenkids da ihre Passion entwickelt und gelebt. Und ich fand das eine sehr schöne Inspiration, weil Carmens Passion ist für mich auch irgendwo Tanz und das Leben. Das ist ja unbestritten in dieser Figur. I would describe this production with three words: provoking, true and strong. I think people should come because it's very beautiful production. It's very modern production and it's cool. Das ist jetzt nicht die Plüschkarmen, ne? Also es ist schon noch vielleicht eher so ein bisschen rau, vielleicht sogar fast so ein bisschen so Varieté-mäßig, Musical-mäßig. Ich glaube, das kann gut passen, der Musik. Ich glaube, es wird gut passen. Wir wollten einfach, dass man wirklich aus dem Abend immer noch so wie bei einer großen Carmen voller Leidenschaft und Passion rausgeht, dass man wirklich spürt, was für eine Passion Carmen hat. Also die Carmen, die zwar tausendmal getötet wird, aber immer wieder aufwacht.